Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Es gibt doch tatsächlich Dinge, vor denen man Angst hat, oder? Also mir geht es zumindest so, dass ich bestimmte Dinge habe, die ich natürlich betroffen auf meine Modellbahnanlage und nicht auf irgendwas anderes, vor denen ich tatsächlich Angst habe. Angst, das zu machen, Angst, dass es blöd aussieht, Angst, dass es nachher ganz schlecht aussieht, Angst, dass es irgendwo ja nichts wird oder dass es alles umsonst war, dass die ganze Arbeit umsonst war. Und darum soll es heute mal gehen. Heute gehe ich eine Strecke an auf meiner Mobile, ihr habt es gerade gesehen, vor der ich wirklich Angst hatte, vor der ich mich 2 Jahre lang gedrückt habe, das tatsächlich zu machen. Und damit recht herzlich willkommen bei Drain Dreams. Ja, jetzt kam der Punkt, ich wollte eigentlich ist schon wieder eine Einschränkung, was ganz anderes zeigen heute. Aber ich habe mich irgendwann vor meiner MOBA gestellt, habe gesagt, okay Uli, du hast das alte Lagerhaus jetzt da hinten gebaut, du hast das alles schön ausgestaltet, was ich euch nun definitiv in der nächsten Woche zeigen will. Und da fehlt was. Wenn ich dann so von Lagerhaus nach links weg gucke, kann man sich schlecht vorstellen, ich wurde immer schon mal gebeten, mal so eine Gesamtübersicht über meine Modellbahnanlage zu machen. Das kommt, wenn es ein bisschen mehr mal zu sehen gibt. Im Moment gibt es noch das große Hauptmodul, das ist alles nur so ein schwarzes Ding mit ein paar Gleisen drauf. Das ist noch nicht wirklich cool. Aber jetzt habe ich mir die nächste Stelle, nämlich die da oben, vorgenommen. Ich vermute mal, wenn jemand mein Zimmer betritt, meine Männerhöhle jetzt hier, meine Frau reinkommt, die wird das gar nicht sehen, dass ich das da oben gemacht habe. Die guckt sich das Video an und dann kommt sie wieder runter und sagt, ach, muss ich mir mal angucken. Ist okay, soll sie machen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann, wenn man das sieht, kriegt man das nicht mit. Aber es ist meines Erachtens ein essentieller Teil der Anlage. Wenn ich davor stehe, sehe ich oben immer die 2 Gleise an dieser Fabrikattrappe im Hintergrund vorbeifahren. Wenn ich dann mal fahre, wenn ich dann mal dazukomme. Und ja, gefällt mir nicht wirklich. Schwarze Kante vorne dran. Und ich habe immer überlegt, was machst du mit dieser ollen Kante da vorne dran? Dann habe ich die Idee gehabt, Naturstein, irgendwas dran zu machen. Dann über Backsteine, habe ich auch da, kann ich mir selber ausdrucken, sieht wunderbar aus. Ich habe überlegt, ich denke, was machst du? Dann habe ich wieder den Maßstab von uns vorgenommen. Dann habe ich gesagt, Mensch, die Loks, die sind ja hier bloß so groß. Dann baue ich da eine Backsteinmauer, die bis zu 3-mal so hoch ist wie die Lok selber. Geht, ein Stückchen tiefer sehen wir nachher am Ende. Ich hoffe, ich kann euch mal darauf hinweisen, wenn wir es nachher sehen. Da ist eine Etage tiefer, wie gesagt, da ist eine Stelle, da ist der Backstein sogar höher. Ich glaube sogar 5-mal so hoch wie der Lok. Da passt es aber hin. Wenn ich dran denke, erinnere ich euch nachher mal, das kommt so irgendwann im zweiten Drittel des Videos, da kann man das irgendwann mal sehen. Und auf jeden Fall habe ich mir nur gesagt, nee Uli, komm, da musst du Felsen mit dran machen. Du hast ja überall diesen Felsen. Wo soll denn diese blöde Backsteinmauer da plötzlich herkommen? Man hätte es gemischt machen können, man hätte Felsen machen können mit ein bisschen Backstein. Ja, aber ich bin mal ganz ehrlich, wofür? Man hätte es höchstens machen können, wenn man sagt, okay, da ist der Felsen zu tief gewesen oder wäre er von der Natur aus zu tief. Da wird was aufgefüllt mit Backstein, dass das oben stabil bleibt. Aber ja, gesagt, komm, lass mal die Kirche im Dorf. Das kannst du alles später noch machen, wenn du mal mit der MOBA so grob durch bist. Dann kommen sowieso noch viele, viele Feinheiten mehr, die ich jetzt gar nicht machen kann oder machen will, wo ich einfach sage, nee, das muss erstmal schick aussehen. Da kommen noch Details später ran, die eben entsprechend feiner sind. Und ihr seht schon, ich habe es natürlich mit Felsen gemacht. Ich habe es jetzt hier mit meiner Spachtelmasse, nicht die gleiche Spachtelmasse, mit der ich beim Lager gearbeitet habe, sondern hier habe ich so einen ganzen Eimer, fertiges Zeug da. Und habe hier wieder mit einer Art Überhang gearbeitet. Das heißt, da oben jetzt die Kante sieht man jetzt ganz gut. Mit dem Schwarz wird es etwas sichtbarer als bei dem Weiß. Das überblendet so ein bisschen immer. Dass ich das oben so rausgearbeitet habe, dass man da noch so einen Zentimeter Platz gewinnt. Denn ich kann es nur wiederholen, da oben war ursprünglich nur 1 Gleis geplant und dann auch noch unter Spur Z, sodass er Gelände ringsrum konnte. Ja, was habe ich gemacht? Es laufen 2 Gleise jetzt da oben lang in der Spur N. Natürlich ist das nach hinten hin sehr eng. Das sieht man ja auch, dass ich da oben wirklich versucht habe, immer eng zu arbeiten. Beziehungsweise nach vorne hin, dass die Schienen so ziemlich am Rand dieses Holzes, wo das draufgebaut ist, überlegt worden. Das habe ich jetzt ein bisschen entschärft, indem ich, wie gesagt, oben das so ein bisschen als Bogen gebaut habe und habe noch so einen Zentimeter Platz gewonnen. Denn auf diesen Zentimeter Platz, den ich gewonnen habe, was wirklich wichtig ist bei mir, da sieht man es ganz gut hinten, den schmalen Hintergrund und dann eben vorne das,
da kommt ja auch noch eine Bepflanzung ran, ja, an dieser gewonnenen Zentimeter Platzstelle da. Und da sollen dann Büsche, Bäume, was so alles hinpasst irgendwo. Ich habe es ja schon gemacht, deswegen in der nächsten Woche. Hätte heute gar nicht reingepasst hier von der Dauer her. Und ja, habe ich halt den Platz, wie gesagt, gewonnen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt natürlich die Gestaltung der Farbe. Ich hatte ja vorhin mit Schwarz grundiert. Dann habe ich wieder mit meiner Strukturpaste gearbeitet. Mit dieser Dunkelgrauen, die ich eben zuerst aufgetragen habe. Man hat es gesehen. Immer ein bisschen Obacht, wenn was abtrocknet, wirkt das nachher ganz anders, als wenn die Farbe feucht ist. Kennen die meisten von euch selber, aber die es halt nicht so machen. Die denken, wie jetzt hier zum Beispiel sagen, was macht denn der da jetzt dran? Haufenweise grün. Ja, natürlich grün. Das soll so ein bisschen feucht wirken, ein bisschen moosig wirken. Trocknet aber sehr, sehr gut weg. Also man sieht es ja jetzt schon kaum noch da oben. Also keine Sorge, wenn man sowas macht, kann man ruhig ein bisschen mehr auftragen. Und das passt schon irgendwo. Was ich jetzt gemacht habe, ist das, was ich neulich auch tat, hinten bei den unterhalb des Holzlagers. Ich trockenbürste und jetzt die Felsen, dass ich sozusagen die Kanten ein bisschen raushole. Bis jetzt war das ja mehr so eine graue Masse, wo die vertieften Stellen dunkel waren und oben war es halt grau. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nein, jetzt musst du langsam anfangen, mal diese ganzen Kanten und die ganzen erhabenen Flächen mal trocken zu bürsten mit einer schönen hellgrauen Farbe. Ich habe zwei verschiedene da. Ich habe hellgrau genommen und ich habe Elfenbein genommen. Das sieht man auf dem Video nicht. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, Video hin oder her. Es ist kein Vergleich, ob ich mich jetzt vor meiner Moba stelle oder ob ich mir jetzt hier das hier angucke beim Videoschnitt. Es ist ein Tag- und Nachtunterschied. Ja, es ist na klar, oben zum Beispiel blendet das Licht immer ein bisschen drüber, weil teilweise auf der rechten Seite da hinten die Lampe ist nur 40 cm oben drüber. Deswegen ist auch meine Hand manchmal oben immer so hell, wenn ich das mache, weil die Lampe halt relativ dicht drüber ist. Ja, das ist ja ein Schrank und auf der Stelle sind oben zwei Fächer noch drüber. Und ja, aber ich habe das wie gesagt gemacht und wenn man jetzt hier von der Seite reinguckt, sieht man das wunderbar, dass ich das nach oben ausgebaut habe. Am Anfang des Videos habt ihr ja vielleicht gesehen, dass ich das mit diesem Tomix Reinigungswagen gemacht habe. Den habe ich da durchgeschoben, hatte einen Bohrer dahinter gesteckt. Was passt denn überhaupt dahinter? Kam auf diese 8 mm, da habe ich was ganz anderes erzählt vorhin, kam auf diese 8 mm und diese 8 mm habe ich jetzt maximal einen Platz gehabt. Aber dadurch, dass ich oben so ein kleines bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, es hängt nicht über dem Zug oder sowas, sondern der Zug ist ja unten so ein bisschen bauriger, da habe ich gemessen, ist klar. Und jetzt ist er oben so, na, das passt schon, es sieht gut aus. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Und habe das Ganze natürlich dann entsprechend formen können. Was ich jetzt mache, ist natürlich den Schotter. Ich habe da oben zwar schon alles verschottert gehabt, aber nur bis zu diesem äußeren Gleis von der linken, also von der Innenseite her. Und habe jetzt die Außenseite gemacht und muss hier natürlich ein bisschen aufpassen. Da hinten ist nämlich, wo ich gerade mit dem Finger so drauf war, da ist der Weichenantrieb. Ja, da kommt unten diese kleine Federstange hoch, die oben dann das bewegt. Hatte ich euch alles schon mal gezeigt. Aber irgendwann zeige ich das auch wieder für die neuen Leutchen auf meinem Kanal. Das kommt alles wieder, was ich schon mal gezeigt habe, weil ich habe ja noch einen zweiten Anlagenteil auf der Seite, der ja auch noch gebaut werden will. Und also keine Sorge, wir sind versorgt die nächsten Jahre mit Material. Das passt schon irgendwo. Vorteil ist, dass ich jetzt irgendwann mal anfangen kann, auch mit ein paar Fahrvideos mal hier einzuflechten, weil dann eben so eine Stellen hier schön gestaltet sind. Und ich denke mal, wenn man das vorne sieht mit dem felsigen Abschluss, das hat sich gelohnt. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Das sieht nett aus. Und wenn es jetzt bepflanzt ist, sieht es sowieso noch ein bisschen netter aus, ist klar, weil dann eben so diese Büsche hinkommen und so ein bisschen Pflanzen hinkommen und Gras streuen, das sehen wir nachher, glaube ich, noch. Und ja, hier habe ich noch ein bisschen mit dem Pinsel also reingestopft, dass das so unter die Schwellen drunter kommt, dieser Schotter. Was übrig war, habe ich einfach nach vorne gekehrt und da musste ja auch noch verschottert werden. Also das passt schon alles irgendwo. Vielleicht mal fürs Verständnis, da hinten, wo die Lok ist, sieht man ja auf der rechten Seite weiter vorne, wo ein bisschen über der Pipette, ist eine Weiche. Und diese Weiche führt zum Holzlager. Nur, dass man das mal vorstellen kann, wo das ungefähr ist. Da rechts rum geht es also zum Holzlager da oben, wo ich jetzt gerade eben war. Und deswegen möchte ich das ganz gerne mal fertig haben. Das heißt, wenn man die Sicht hat, wenn man was aufnehmen möchte oder wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass das nett aussieht im Hintergrund. Hier vorne übrigens, das ist der Deckel, der über die Arkaden unten führt. Da, das große Schwarze. Da wird wahrscheinlich Wald hinkommen. Oder irgendjemand von euch hat eine tolle Idee, was man da hinmachen kann. Unterhalb hier rechts, das ist natürlich nicht zu sehen, ist der Wald. Da unten ist übrigens die Backsteinstelle, von der ich vorhin sprach, die fast fünfmal so hoch wie die Lok ist. Da passt es aber irgendwo hin. Sehen wir nachher nochmal besser.
Und da vielleicht eine Idee, was man da so hinmachen könnte. Also Wald kommt auf jeden Fall, aber was man bei diesem Wald mitmachen könnte. Das ist auf zwei Seiten, ist das abgegrenzt mit den, also hier vorne geht's runter und rechts geht's runter. Hinten grenzt es an die Bahnstelle und hinten grenzt es an das Holzlager. Und da, wenn jemand eine Idee hat, bitte teilt es mir mit. Ich bin da wirklich am ständigen Hin und Her überlegen, was man da irgendwo machen kann. Jetzt ist alles soweit abgetrocknet. Ich habe ja den Ventilator mal hinten hingestellt. Und hinter meiner Hand der Baum, das ist schon das Holzlager. Da ist schon nämlich schon ausgestaltet, was ich euch in der nächsten Woche zeigen möchte. Das wollte ich aber dann im Verbund mit diesem hier zusammen haben. Und ja, jetzt ein bisschen Gras streue ich noch so ran an die Ränder von den Strecken. Es ist ja bei mir alles ein bisschen abenteuerlich, das wisst ihr. Hier gibt es keine cleanen Gleise, wo alles sauber ist und akkurat. Nein, da muss ein bisschen Grün mit hin. Das finde ich viel hübscher. Ich hätte da oben auch so eine kleine Steinmauer hinmachen können. Aber dann habe ich mir überlegt, warum, wenn man sich das mal anguckt, wenn im Gebirge oder irgendwo unter die Bahn fahren, die haben kein Geländer oder eine kleine Steinmauer. Wofür? Wenn da ein Zug entgleist, der macht da sowieso runter, ob da jetzt eine kleine Steinmauer steht oder nicht. Da links sehen wir schon wieder oder haben gesehen die Backsteinstelle. Jetzt der Schwenk nach rechts, die ganzen Felsen, die jetzt hier schon bearbeitet wurden, links und auch da hinten. Der ganz, ganz schmale Hintergrund da, das passt ganz gut, bin ich der Meinung. Und hier rechts geht es jetzt, hier kommen die ersten Steine schon rechts nach der Weiche, die wir da sehen. Hier schon die ersten Bäumchen, die ich jetzt nicht weitermache. Da ist das Holzlager. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr für die Stelle, wo jetzt praktisch die Kamera hier ist, vielleicht eine Idee habt, mir das irgendwie in den Kommentaren mitteilt, oder wenn ihr sonst was zu sagen habt, könnt ihr mir das da auch gerne mitteilen. Und ansonsten bin ich der Meinung, das lässt sich sehen, da bin ich jetzt doch recht zufrieden. Meine Angst hat sich nicht bewahrheitet. Ich bin zufrieden, wenn es noch bepflanzt wird jetzt. Seht's nett aus, das werdet ihr sehen. Und da kommen wir noch zu. Hier verlinke ich euch noch zwei Videos über mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Die passen zu diesem Thema. Ansonsten macht's schön gut. Bis nächste Woche Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Bis dahin. Tschüss.